Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Spurstangenköpfe als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstangenköpfe an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem 22er Maulschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Die Kontermutter soll verhindern, dass sich die beiden Teile untereinander verdrehen, was sich auf die Achsvermessung deines Fahrzeugs auswirken kann. Löse mit einem 16er Schlüssel die Haltemutter vom Spurstangenkopf. Nun musst du den Spurstangenkopf aus seinem Platz lösen. Benutze dazu einen Spurstangenentferner, mit dem du den Spurstangenkopf leicht vom Drehgelenk entfernen kannst. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. So kannst du beim Wiedereinbau die ungefähre Einstellung feststellen. Halte den Spurstangenkopf mit einem 13er Schlüssel fest, damit er sich nicht dreht. Damit es noch genauer wird, empfehlen wir dir, den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende des Spurstangenkopfs mit einem Messschieber zu messen. Dennoch musst du nach diesem Vorgang eine Achsvermessung bei einem Fachmann durchführen lassen. Entferne die Kontermutter der Schubstange. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast. Setze den Spurstangenkopf wieder ein, bis er an der Kontermutter anliegt. Bürste mit einer Drahtbürste das Drehgelenk ab. Und trage dann Silikonfett auf den flachen Teil auf, der später mit dem Balg des Spurstangenkopfs in Berührung kommt. Fette auf keinen Fall das Innere des Kegels ein. Setze den Spurstangenkopf wieder am Drehgelenk ein. Bringe die Mutter, die mit dem neuen Teil geliefert wurde, wieder an und ziehe sie mit einem 16er Schlüssel und einem 5er Inbusschlüssel fest. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Kontermutter abschließend fest, während du den Spurstangenkopf mit einem 13er Maulschlüssel festhältst, um ihn nicht zu beschädigen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!